Christine Lamprecht jetzt für die SPD. Ich kann gar nicht anders als ganz kurz erwidern auf das, was Herr Gysi eben von sich gegeben hat. Herr Gysi, die ganze Rede nur über Saudi-Arabien, Afghanistan, Homosexualität in Saudi-Arabien, Katar, 0,7% Entwicklungsziele. Alles richtige Themen, über die man sicher mal reden könnte, auch in dieser Form, auch in einer solchen Debatte. Aber kaum ein Wort darüber, wie die tatsächliche Situation in unserem Land momentan ist. Und ich muss sagen, diese Ignoranz, also ich kann diese Ignoranz von Ihnen überhaupt nicht mehr in Worte fassen. Und vielleicht wäre es ganz gut, wenn Sie sich statt mit der großen Weltpolitik vielleicht auch mal mit der Situation ganz vor Ort befassen würden, mit den Bürgermeisterräten oder vielleicht mal mit Herrn Ramelow, Ihrem Ministerpräsidenten in Thüringen. Denn wenn der heute hier gesprochen hätte, hätte sich das sicherlich völlig anders angehört. Meine Damen und Herren, seit Wochen erreichen uns Bilder von Menschen, die aus ihren Heimatländern fliehen, von Menschen, die großes Leid und Strapazen auf sich nehmen, weil sie dort, wo sie lebten, nicht mehr leben können. Und von Menschen, die hoffen, in Europa eine Zuflucht und eine Chance zu bekommen, ihr Leben zu gestalten. Abstrakt wissen wir, was diese Menschen auf sich nehmen. Wenn man dann aber einem 17-jährigen Jungen, einem jungen Mann gegenübersteht, der einem erzählt, wie er bei seiner Flucht aus Eritrea vor Gewalt und Verfolgung tagelang ohne Wasser durch die Wüste geirrt ist, wie er von betrunkenen Schleppern verprügelt wurde, vieles andere erlebt hat, dann wird einem deutlich, welche Dimension dieses Leid wirklich hat. Ich habe einen solchen Jungen in meinem Wahlkreis in einer Intensivklasse kennengelernt, und das war kein Einzelfall. Obwohl Abraham aus Eritrea erst kurze Zeit in Deutschland lebt, hat er mir von seinen Erlebnissen auf Deutsch erzählen können. Hochmotiviert in einer Klasse mit 60 jungen Menschen, die mit Begeisterung Deutsch lernen und die Chance ergreifen wollen, hier ihre Ausbildung zu machen und sich dann irgendwann ihren Lebensunterhalt verdienen zu können. Sie sind auf dem besten Weg dahin. Abraham macht mittlerweile eine Ausbildung bei einem Optiker in Lorsch. Meine Damen und Herren, ich denke, wir sind uns alle darin einig, dass der von mir angesprochene junge Mann stellvertretend für viele, die ein ähnliches Schicksal erlitten haben, eine Perspektive haben muss, hier bei uns zu bleiben. Eine Perspektive haben muss, hier seine Ausbildung zu beenden und eine Perspektive, hier eine Erwerbsarbeit nachgehen zu können. Eine Erwerbsarbeit, von der man dann auch leben kann. Und an der Stelle sage ich es ganz deutlich und noch mal zur Klarstellung. Allen Forderungen nach einem Aussetzen des Mindestlohns für Flüchtlinge erteilen wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten eine klare Absage. Wir werden nicht zulassen, dass in diesem Land, Geringverdiener und Flüchtlinge gegeneinander ausgespielt werden. Das wird es mit uns nicht geben. Für eine Perspektive auf ein selbstbestimmtes Leben ist es wichtig, dass schnellerer Zugang zu Sprach- und Integrationskursen für Menschen mit einer guten Bleibeperspektive beschlossen wird. Wir machen das mit diesem Gesetz. Da machen wir uns jetzt ran, denn Sprachkenntnisse sind das A und O für eine gelungene Integration. Wir machen uns daran, dass Menschen dann durch ein möglichst kurzes Verfahren die Gelegenheit, das Wissen darüber haben, ob sie in ihre Heimat zurückkehren müssen oder ob sie eben hier vor Ort eine Perspektive haben. Und dazu müssen wir Maßnahmen ergreifen, die auch das eine oder andere Mal schwerfallen. Ja, die schwerfallen. Dazu gehört, dass wir feststellen, dass Länder, die sich bereits im Aufnahmeverfahren der Europäischen Union befinden, sichere Herkunftsstaaten sind wie Albanien, Kosovo und Montenegro. Es gehört genauso dazu, dass Menschen, die kein Bleiberecht hier haben, dann auch rückgeführt werden müssen und das auch konsequent durchgesetzt werden. Und das muss man auch klar ansprechen. Denn es geht doch darum, die Balance zu halten. Die Balance zu halten, der humanitären Verpflichtung nachzukommen, Menschen aus Not, wie diesen jungen Mann, Herr, den ich beschrieben habe, hier eine Perspektive zu geben. Aber all denen, die kein Bleiberecht, auch die klare Ansage zu machen, dass sie hier nicht bleiben können. In dieser Balance befinden wir. Und diese Balance, glaube ich, haben wir ganz gut hinbekommen, in diesem Gesetz da einiges auf den Weg zu bringen. Meine Damen und Herren, ja, wir nutzen Immobilien des Bundes dafür, dass Flüchtlinge untergebracht werden können, in Zukunft auch
zu ganz geringen Mieten, wenn überhaupt, beziehungsweise auch kostenfrei für die Kommunen. Wir unterstützen die Kommunen bei der Unterbringung, denn sie leisten die Hauptaufgabe dieser Integrationsarbeit. Wir unterstützen die Kommunen durch noch mehr Geld, ja, und das ist auch richtig so, weil dort vor Ort spielt die Musik, dort vor Ort muss alles das umgesetzt werden, was eben Realität ist. Meine Damen und Herren, ich will noch die Gelegenheit nutzen, Danke zu sagen. Und ich möchte ausdrücklich, Herr Minister, Ihnen auch danken, dass Sie das am Montag gemacht haben, gegenüber einigen THW-Helferinnen und THW-Helfern, nämlich all denen zu danken, die ehrenamtlich dafür sorgen, dass vor Ort, wo die Musik spielt, wo es darauf ankommt, dass die Unterkünfte entsprechend ausgestattet sind, dass Angebote in Sprachkursen sind und, dass diesen Helferinnen und Helfern auch mal Danke gesagt wird. Mich freut es als Vizepräsidentin des THWs natürlich, dass das am Montag so gelungen ist. Ich möchte aber auch Danke sagen all denjenigen, die momentan im öffentlichen Dienst wirklich einen guten Job leisten, einen richtig guten Job leisten und nicht nur Dienst nach Vorschrift machen. Dafür haben wir nämlich momentan keine Zeit. Und mein ausdrücklicher Dank gilt auch an denjenigen, die in der Polizeiarbeit, den Polizistinnen und Polizisten momentan wirklich eine schwere Aufgabe haben. Sie müssen neben ihrer normalen Arbeit eben auch noch dafür sorgen, dass Schwierigkeiten, dass Auseinandersetzungen in Flüchtlingsunterkünften geregelt werden. Sie müssen sich gegenüber Anfeindungen, gegenüber Gewalt von Rechten wehren. All denen muss ich sagen, ein herzliches Dankeschön für dieses Engagement. Meine Damen und Herren, mit diesem Gesetz bekennen wir uns zu unserer humanitären Verpflichtung gegenüber Menschen in Not, gegenüber Menschen auf der Flucht. Aber wir schaffen auch die Voraussetzungen dafür, dass dies vor Ort auch gelingen kann und konkret umgesetzt werden kann. Herzliches Dankeschön.